Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute habe ich ausnahmsweise mal nichts auf meiner To-Do-Liste. Das heißt, wir machen erstmal unser Standardprozedere, würde ich sagen. Ich habe da unten gerade schon wieder Zahlen hochfliegen sehen. Stimmt, da schmeiße ich direkt eine neue Fuhre an, ne? Da wir in den Mistlands unterwegs sind, kriegen wir ja jetzt permanent Nachschub von Weichgewebe. Ist natürlich sehr erfreulich. Das heißt, da schmeiße ich mal wieder direkt eine Fuhre an. So. Und müssten wir noch irgendwas nachlegen? Ich gucke nochmal nach Stoffen. Ich glaube, ja genau, die Fuhre, die ich jetzt durchgehauen habe, die hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon fertig, ne? Ja, sehr gut. Und dann habe ich hier Barren vorbereitet. Da weiß ich auch nicht genau, wie viel wir da noch herstellen müssen. Ich guck mal kurz. So. Ja, dann haben wir tatsächlich hier die komplette Reihe wieder voll. Ich könnte nochmal 20 machen, ne? Ja, ein letztes Mal noch. Would I say? Da nehme ich mir mal hier den raus. Und packe hier 10. Hier rein. So. Warte mal. Dann kann ich doch einen 30er nehmen und den auch mit hier rein tun. Oder? So, der Vollständigkeit halber. Und den Zwambo, den wir in der Tasche haben, den schmelze ich eben noch ein. Let's go. So. Und hier. Die Mucke, ey. Oh Mann. Ja, stimmt, ne? Da hatte Maria auch was geschrieben, dass man ja überall Kohlepfand verteilen könnte. Aber das möchte ich ganz gerne vermeiden. Weil das Problem ist tatsächlich auch gar nicht so sehr das Feuer, das haben wir ja schon mal festgestellt, sondern dass wir draußen sind. Also dass es zu wenig, keine Ahnung, umgeben ist mit Wänden oder so. Und auf jeden Fall wir dann manchmal urplötzlich, oh, der ist noch gar nicht durch. Ja, dann fülle ich aber trotzdem auf. Urplötzlich dann doch irgendwie zu weit außen sind und es dann als draußen zählt. Und so wie jetzt. Jetzt nicht mehr, jetzt ist Unterkunft. Und vor allem, warum ist hier kein Feuer? Da ist doch eins. Sind wir hier zu weit weg vom Feuer? Hier ist erst wieder Feuer. Und jetzt ändert wieder die Musik. Oh Mann. Gut, ich bring mal kurz den Stuff nach oben. Plusti, na, was machst du denn hier? So, nee, nicht Harz, sondern hier, Magie. Riden damit. So, dann die Stoffe rein. Oh shit, ich habe die Kohle vergessen. Ja, die schmeiße ich jetzt einfach mal hier hin. So, passt schon. Und dann wollte ich mal gucken, ich würde mal die Äxte wieder reparieren. Außerdem die, ja, ich repariere einfach mal alles. Denn wir haben ja, glaube ich, soweit alles vorbereitet, dass wir direkt wieder in die Mistlands können, ne? Oder mache ich das andere Zeugs erstmal? Ne, stimmt, zum Beispiel Harz und so habe ich gerade erst abgeholt, ne? Das machen wir dann später. Und ich würde auch, wenn es Abend wird... Also klar, wir haben gerade Morgen, aber wenn es Abend wird, dann gerne wieder auf Asquin-Jagd gehen. Ich frage mich immer noch, ob das Gebiet, was wir hier haben, vielleicht doch nicht mehr so gut ist. Aber weil wir da alles vorbereitet haben und wir ja doch hin und wieder ein paar Asquins sehen, würde ich einfach trotzdem es da weiter versuchen. Ne? Ich glaube, wir sehen immer so zwei. Keine Ahnung. Oh, stimmt, die Trophäe. Das können wir auch später machen, ganz ehrlich. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los, oder? Wir haben alles gut vorbereitet. Wir haben Food auch dabei. Warte mal. Nee, haben wir nicht. Ich bin schon wieder runter. Es tut mir leid. Und außerdem viel zu viel Met, sehe ich gerade. Das wiegt nur sinnlos. So und so. Und dann Essen. Nehme ich mal hier zwei raus. Da ist das letzte. Also sind die letzten. Hier mache ich mal so. Zack, zack, zack. So. Und dann nehmen wir das Reiseportal. Und ziehen weiter, oder? Let's go! So, ich erinnere mich, wir hatten hier die Zwergenbase ausgeräuchert. Das hat ja sehr gut funktioniert. Mit den guten alten Trollen. Und ich habe übrigens auch gemerkt, ich weiß nicht, ob das hier oben verbunden ist, ich glaube ja. Ich habe übrigens auch gemerkt, eigentlich ist ja hier abgetrennt. Und das hatte ich auch damals gesagt, deshalb bin ich hier doch am Erkunden. Das war eigentlich nicht so geplant, keine Ahnung. Aber gut, jetzt sind wir schon dabei, ne? Was soll's? So, und wenn wir irgendein Weichgewebe sehen oder Zwergenbases oder was auch immer. Ja, das habe ich denn hier markiert. M.
Achso, Mine. Ja. Minen sind ja uninteressant für uns, ne? Also da sind jetzt Viechers. Ich will trotzdem hin, um es zu erkunden. Klar, die kommen jetzt natürlich alle auf uns zu. Ah, eine Base. Perfekt. Sag mal. Toll, jetzt hat er mich ins Wasser gehauen. Dreist. So, Zwergis, könnt ihr mir mal helfen? Sollte doch von Zwergen bewohnt sein, ne? Hier sind noch blaue Flaggen dran. Ah, wo seid ihr denn? Da sind sie doch. Hallo? So, kümmert euch mal um die, bitte. Vor allem, es sind zwei Heilmagier, ja? Das ist natürlich bitter. Hm, da ist noch einer. Und ein Schurke, naja, gut. Soll ich hier mal direkt einen Troll raufwerfen? Ja, ne? Oh Mann, irgendwie tun sie mir ein bisschen leid, aber irgendwie auch nicht. Nein, er heilt sich. Und tschüss. Schade, ich dachte, ich treffe vielleicht einen. Bin gespannt, was das Feuer mir als nächstes zeigen wird. Was für ein Feuer. Da geht das mal baden. So, noch einen zweiten. Bam! So. Und jetzt mal bitte aufräumen. Ja, der hat sich gerade geheilt. Das ist natürlich mies, ne? Mit zwei Heilmagiern. Und der da macht irgendwie gar keinen Damage. Oder? Der greift, glaube ich, gar nicht an. Der geht nur zu denen hin. Hier ist noch ein dritter. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, da wäre noch ein dritter Heilmagier, aber das ist ja ein Schurke. Ja, mit dem Hochheilen ist natürlich bitter, ne? Hm. Sind das alle Zwerge? Ich guck mal kurz nach. Die anderen wären ja wahrscheinlich schon längst gekommen, ne? Ist jemand nach hier oben? Aha, hier ist noch einer. Willst du deinen Kollegen gar nicht helfen? Die werden gerade umgebracht. Los, tötet sie! Los! Nein! Oh, Gott sei Dank, sein Heilzauber hat ihn nicht getroffen und er ist tot. Den hier nochmal hauen? Na los, hau drauf! Was machen die denn da, Alter? Ihr sollt aufhören zu kuscheln! Oh, Gewitter. Ja, keine Ahnung, soll ich das vorspulen oder? Eigentlich finde ich es auch spannend, ein bisschen. Aber irgendwie auch boring. Ja, ich glaube aber, die können sich immer wieder gegenhealen, ne? Sehr gut, seine Heilung hat ihn nicht getroffen. Aber jetzt heilt er sich selber, das meine ich. Ich glaube, ich muss mich mit denen anlegen. Während die mit den Trollen abgelenkt sind. Ich warte mal, bis die Lowlife sind. Obwohl, eigentlich sollte ich erstmal den hier oben killen, oder? Nee. Erst der abgelenkt ist. Energieschild. Ich probier's. Ich weiß, es ist heikel und es ist keine gute Idee. Ich mach's trotzdem. Los! Nein! Genau, wo er sich geheilt hat. Das war jetzt sehr unklug. So, der ist down. Ich verstecke mich mal, damit die nicht mich angreifen. Und der andere ist jetzt sauer auf uns, ne? Da muss ich bloß aufpassen. So, er ist auch down. Und dann gehe ich mal nach oben und kümmere mich um seinen Kollegen. Oder ist der... Der ist nicht sauer auf uns. Weil er es nicht gesehen hat. Ach so. Okay, pass mal auf, Buddy. Bist du hier festgeglitscht, oder was? Geh mal runter hier. Nein! Da bin ich ausgetrickst. Dreist. Weil vor dem habe ich größten Respekt, nämlich. Der macht nämlich richtig Damage. Sag mal, was machst du denn da, Diggi? Soll ich ihn einfach killen? Versuchen zu killen? Mach ich, ne? So, verstecken. Ach, er ist tot. Ja. Gut. Ja, dann Frost. Tschüss. Und ebenfalls tschüss. Der andere ist schon down, glaube ich. Okay. Ein schöner Sturm. Hey, 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 ganz ruhig, ganz ruhig.
So. Immer cool bleiben. Und halt. Tschüss. So, sehr gut. Hier ist Jude. Aber das war's. Ansonsten, Weichgewebe ist hier nicht zufällig. Nö. Ja, da unten liegt Gold, keine Ahnung. Ich habe hier aber tatsächlich auch sehr wenig Kisten gesehen. Eigentlich hätte ich das hier gar nicht angreifen müssen. Kommando zurück! Ja gut, was soll's. Oh, ein Bergerkrug. Her damit. Der kommt auf unseren Tisch. So, was haben wir hier noch? Nix. Ja, soweit so langweilig. Toll. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können, das hier auszuräuchern. Naja, gut, was soll's. Immerhin haben wir es jetzt geklärt. Sollte ich eigentlich immer zuerst gucken, ne? Ob wir überhaupt Kisten haben da drin. Also nicht diese komischen... Mit diesen hier. Wo ist denn das Ding? Hä? Habe ich den gar nicht aufgesammelt? Ach, den brauchen wir auch nicht. Diesen Extraktor-Stock da. Stock. Dieses Rohr-Ding. Wie heißt das denn nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine. So, da würde ich sagen, wir gehen mal nach hier oben. Da haben wir eine schöne Aussicht. Ist natürlich bei diesem Wetter nicht so wirklich möglich, eine gute Aussicht zu haben. Aber mal gucken. Ja. Oh, mit so einem Viadukt. Voll hübsch. Den speichere ich mal ein. So. Und da hinten war auch einer, ne? Da. Hier so. Sehr gut. Und dann slide ich mal da so rüber. Das ist Wasser, ne? Man sieht es schlecht. Ja, da ist Wasser. Ich glaube, das geht so rein. Man sieht es auf der Minimap. Deswegen slide ich mal hier so lang, wo auf der Minimap auch Land eingetragen ist. So, vorsichtig. Energieschild. So, sehr gut. Knapp am Wasser vorbei. Und dann sind wir auch, glaube ich, auch gleich einmal rum, ne? Ja, nicht ganz. Aber erstmal hier lang. Ich habe Viecher gehört. Wow! Sogar mit Stern. Hier. Na los! Schon geil, die Pumpgun, muss ich ehrlich sagen. Aber der Stab ist schon praktischer, ne? Der Froststab. Vor allem, weil die halt alle von Frost Damage extra Schaden kriegen. Schon geil. Deswegen bleibe ich, glaube ich, lieber bei dem. Und... Ja, da ist so eine... Komm, wir sind sowieso durchnässt, oder? Da schwimme ich mal hier so ein bisschen an... Ein bisschen hier so rein. Da sehe ich Land. Sonst... Ist es mir ein Dorn im Auge, dass wir es nicht erkundet haben? So viel Zeit muss sein. So. Auch nicht allzu weit rein, ne? Nur so ein bisschen. Ja, dass es jetzt regnet, ist natürlich nervig. Ich mach mal die Tür an. Dann können wir den Regen kompensieren. Hätte ich warten sollen, bis die Ausdauer voll ist. Egal. So. Und hoch hier. So. Hier hoch. Jump, jump, jump. Blaue Pilze, die lasse ich mal liegen. Klar, haben wir immer einen Bedarf, aber ne, das ist nur Verschwendung in unserem Inventar. Ich gehe mal da so hin. So, und das reicht. Auf der Minimap. So, hier rüber. Und dann wieder aufs Festland. Verzeihung. Ich weiß nicht genau, warum mein Hals so verschleimt ist. Weil, also eigentlich habe ich mehr als genug getrunken. Ich gebe mal noch einen Schluck. Schluck Tee. So, Entschuldigung. Hier oben. Ja, die sind sowas von connected. Aber sowas von. Ja, ich gehe jetzt einfach erstmal an der Küste weiter, so wie immer. Sagte er und ging ins Landesinnere. Aber gut, wir haben ja schon erkundet, ne? Die Dingensstrecke. Das, die Küstenregion meine ich. Oh, Soldat. Da helfen doch bestimmt meine Wurzeln.
Ja, die kloppen da ordentlich Damage rein. Ich liebe diese Wurzeln so, ey. Die ist nochmal nachschlagen, auch obwohl er schon tot war. Das war gerade dreist. Nochmal auf die Despawn-Leiche draufballern, dreist. Was sind das denn für komische Effekte? Sieht nur so aus, ne? Ich glaube ja. Das sah gerade so rötlich aus, der Nebel. Oh, hier ist noch eine Base. Moin! Gegen was kämpft ihr denn? Ach, gegen ihn. Ja, vielleicht sterbt ihr. Oder ist da ein Heilmagier bei? Ich sehe es nicht. Ich glaube nicht, ne? So, ich guck mal, was hier abgeht. Alter. Oh. Hier ist ja schon eine ganze Menge zerstört worden. Ich war's nicht. So, Weichgewebe. Alles aufgesammelt. Muss ich hier gar nicht aufräumen. Kann ich eigentlich theoretisch am Leben lassen. Oder? Ist hier noch eine Kiste? Da ist auch Weichgewebe ohne Ende. So. Hä? Achso. Ich dachte gerade schon, die Zwerge haben mich angegriffen. Ich habe mich gerade gefragt, warum. Ich habe gar nichts gemacht. Hat noch gar nichts gemacht. So, und tschüss. Und irgendwie möchte ich die trotzdem gerne umbringen. Einfach aus Prinzip. Oh Mann, ey. Ich werde richtig zum Unmenschen, ja? Aber es muss sein, weil die könnten auch noch Dingens droppen. So. Räum mal auf da. Bitte. Ja, Feuer gegen Feuer, das wird nichts. Noch ein. Alter, dieser Effekt, komm mal wieder klar. Schon ein bisschen übertrieben. So. Ja, ich lasse die erstmal kämpfen. Mal gucken, was passiert. Ja, die machen den platt, ne? Verdammt, warum treffe ich die nicht? Also die Explosion trifft sie nicht. Hey, sag mal. Das rutscht besser. Dreist. Soll ich den mal umbringen? Sie? So, noch ein. Wenn du arbeitest und sauber bleibst, gibt's am Freitag Geld. Okay. Vor allem so mitten im Kampf auch sagen. Ist ja schön zu wissen. So, sie sind alle nur noch in One Life. Ein Troll noch, oder? Komm. Oh Mann, tut mir schon ein bisschen leid. Aber auch nur ein bisschen. Gott sei Dank sind sie nur virtuell. So. Und noch einen zweiten. Schon wieder weggeschubst. Dreist. Oh Mann. Tut mir irgendwie leid. So, noch ein. Hier. Damit der auch ja nicht aus der Übung kommt. Hm, das hier schmeiß ich mal weg. Ach, wir sind vom Gewicht her überladen. Ja, weil wir so viel Holz dabei haben, ne? Ich kann hier mal 40 wegschmeißen. So. Ja, keine Ahnung. Soll ich die jetzt noch umbringen oder nicht? Jetzt habe ich das schon so weit, ne? Komm. Oh oh. So. Los, direkt neben ihn. Ja, genau dahin. Tschüss. Oh Mann. Gut. So, der kümmert sich um die. Kann ich hier dann in Ruhe mal den Loot aufsammeln? Alles runtergeflogen, ne? Ja, die kümmern sich um die restlichen. Gut. Und das war's, ne? Die kommen jetzt zu mir. Gut. So.
daneben. Glaube ich, keine Ahnung. Aber ich bleib bei Frost, glaube ich. Ist immer noch am meisten, macht immer noch am meisten Damage. So, tschüss. Und noch nicht tschüss. Jetzt aber, sehr gut. Meine Wurzeln haben aufgeräumt. So, und dann würde ich nämlich kurz hier unten gucken, ob hier irgendwo... Da, Weichgewebe. Ha! Genau das wollte ich doch. Und dann kann ich hier von 4... nee. Hier das weg. Hier ist Gold. Naja, gut. Das interessiert mich nicht. Ich will nur Weichgewebe haben. Ich gehe mal nach hier hinten. Gucken. Auch nix. Gut. Ja, und es ist auch gerade dunkel geworden. Das heißt, wir können mal kurz nach Hause gehen. Und eine Runde ratzen. Das heißt, ich mache mal hier das Ding kaputt. Ich mache einfach alles kaputt, bis auf das Ding. Hier, komm mit Äxten. Na los! Bam! Sehr gut. Dann 5. Schienes. Portal. Hierhin. Und ja, müssen wir nicht umbenennen. Ansonsten kann ich mal gucken, was haben wir hier sonst noch so rumfliegen. Ja, nur so Holz und so, ne? Ja. Komm. Her damit. Warum auch nicht? Ach ja, genau. Ach ja, genau. Und dieses hier war zu viel. Dieses Kupferschrottzeugs brauche ich nicht. Ja. Easy. Dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz zurück. Und gehen pennen, wa? Beziehungsweise, das heißt hier pennen. Ich würde sagen, wir gehen auf Askenjagd, oder? Ich weiß nicht, wie fortgeschritten die Nacht schon ist. Ich gehe mal zum Lootloch. Schmeiß alles weg. Warum kommt denn keine Mucke? Hä? Keine Ahnung, was das soll. Ich schmeiß mal den Humpen hier hin. Da kommt die Musik. Und dann nehmen wir schnell das Ding. Und gucken mal, ob wir vielleicht doch noch einen Askwind finden. Scheiße, ich habe das Zeug schon wieder nicht dabei. Hier, das Straußenfahrzeugs. Schnell! Davon halt einfach das. Passt schon. Nein, jetzt habe ich die Jall-Trophäe mitgenommen. Egal. Obwohl, warte, die schmeiße ich kurz hier hin. So, und let's go. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass da hinten sie waren. Also ich pfeife mal drauf, wie wir es normalerweise machen und gehe direkt nach da, weil ich glaube, da waren Askwinds. Bin ich mir sogar eigentlich ziemlich sicher. Ich habe meine Kapuze nicht auf, also müssen wir aufpassen. Außerdem habe ich Aktiv verschwendet, das ist doppelt ärgerlich. Aber gut, kriegen wir schon hin. Und jetzt schön die Augen offen halten. Askwinds kann man auch mit diesen Steinen sehr oft verwechseln. Alter, dieser übelst fette Baum. Da ist noch ein Scharfschütze, den mache ich mal kurz platt, damit er uns in Ruhe lässt. Aber ich sehe hier nichts. Hm? Nee, ich gehe mal hier so lang. Auch Pilze und so lasse ich jetzt mal liegen. Ich will endlich den 2-Sterne-Askwin haben. Aber hier ist nicht mal ein 0-Sterne-Askwin. Komm schon. Aski, Aski, Askwin. Put, 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 put. Soll das überhaupt? Das ist mit dem Put, put, put. Warum? Hä? So, das sagt man ja zu Hühnern. Ah, da ist einer. So, komm mal her hier. Ah, warte mal. Ich muss lieber in ein flaches Gebiet gehen. Komm mal hierher. Hey, 3 ist sogar trotzdem noch getroffen. Oh oh, ich habe ein Vieh gehört. So, dann mache ich dich erstmal platt. Um das Vieh kümmere ich mich danach. So. So. Und tschüss. Ja, und ihr, Alter, komm. Ich glaube, ich nehme hier einfach einen Feuerball. Oder? Alter, das
dass sie mich immer dann doch noch treffen. Dreist! Oh, vielleicht sollte ich mal was fügen. Und vielleicht sollte ich mir mal ein Energieschild machen. So, stehen geblieben. Sonst läufst du mir ewig hinterher. Und jetzt bist du dran. Piu, piu, piu. Huch. Piu. So. Alter. Ich hau jetzt ab. Das wäre echt zu blöd. Nein, schon wieder nicht gut ausgeruht. Ich bin so ein Narr. Und Eiktür nicht aktiv. Hm, aber ich sehe schon wieder keine Aspen. Ich glaube, der Spot hier ist nicht mehr so gut. Wir hatten hier immer 4, 5 Askwins gefunden. Und deswegen war es so geil, weil wir dann so oft gewürfelt haben, sozusagen, ob ein 2-Sterne-Askwin kommt. Ich laufe nochmal nach da hinten. Ich glaube, da war auch einer. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen uns einen anderen Spot suchen. Hm. Müssten wir dann allerdings mal gucken, wo wir nachts... Da müssen wir nachts gucken, ne? Was das spawnt. Das tagsüber zu testen bringt gar nichts. Hier, komm. Obwohl, komm ey, von dem laufe ich weg.